Es ist ein paar Tage her, dass wir ein TCG aufgemacht haben. Letztes Mal war es Disney Lorcana, wo ich meine erste Enchanted rausgezogen habe. Aus Set 4, Ursulas Return. Ich hatte ja ein ganzes Case bekommen von den Card Buddies mit 4 Displays. Das zweite habe ich offscreen mit Franzi aufgemacht. Da habt ihr aber nicht viel verpasst, da ist keine Enchanted rausgekommen. Jetzt haben wir gerade auf Twitch eine Umfrage gemacht, was als nächstes aufgehen soll. Und der Chat hat entschieden, wir machen heute mal etwas auf, was ich noch gar nicht aufgemacht habe. Und zwar Digimon. Beginning Observer, Digimon Card Game von Bandai jetzt gemacht. Ich glaube, das ist relativ neu. Ich weiß auch schon, zu meiner Kindheit gab es schon Digimon-Karten, die waren aber scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Die waren nicht schön. Erfolgreich waren die auch nicht. Und die hat auch niemand gesammelt. Die kam irgendwie so zeitgleich mit Yu-Gi-Oh! Raus, meine ich damals. 2003 oder wann das war. Die hat keinen Schwanz gesammelt. Ich muss ja sagen, die Titelmelodie von Digimon fand ich immer besser als alles, was Yu-Gi-Oh!, One Piece und Pokémon je gemacht haben. Ich fand auch Digimon sehr geil zum Zusehen. Aber ein Trading Card Game hat sich da nie wirklich durchgesetzt. Deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, dass Sascha mir gesagt hat, dass das jetzt neu ist. Oder dass Bandai die noch nicht ganz so lange macht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier oben steht nämlich BT16. Ich weiß nicht, ob das schon das 16. Set ist oder so. Ich meine aber, er hatte mich gefragt, ob ich die aufmachen will, weil das neu ist. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Bandai macht, glaube ich, auch Yu-Gi-Oh!-Karten zum Beispiel. Und wir schauen einfach mal rein, wie so Digimon-Karten aussehen. Denke ich, ist ja auch für viele von euch Kindheit. Ich wollte immer Kai heißen. Ja, weil, ne, wegen dem Digimon-Charakter, oder hieß ja Tai. Ne, der hieß Kai, ne? Auf jeden Fall wollte ich immer Kai heißen. Ich war sauer auf meine Mom, dass sie mich Lennart genannt hat, weil ich so gerne Kai als Namen gehabt hätte. Wegen Digimon damals. Er hieß Tai. Okay, und da dachte ich irgendwie, Tai ist kein richtiger Name, den man in Deutschland ein Kind geben darf. Und dann wollte ich Kai heißen. Aber ich fand Tai immer so cool von Digimon. Scheinbar gibt es ein Promo-Pack. Da gehen wir gleich rein. Aber bevor wir hier rein starten, natürlich ein kleiner Shoutout auch an die Card Buddies, die mir das hier rumgeschickt haben. Ich bin mit Danu am 30.06. wieder zum First Edition Team Rocket aufmachen bei den Card Buddies, wenn ihr da wieder live zusehen wollt. 30.06. um 14 Uhr. Und wenn ihr euch eindecken wollt mit Karten, schaut da gerne vorbei. Ausrufezeichen Card Buddies. Als nächstes werden wir auch One Piece wieder aufmachen. Da kommt nämlich, oder ist schon draußen sogar, OP08. Habe ich noch nicht. Ich habe aber noch OP06 und EB01 Englisch da. Und OP08 gehe ich natürlich auch wieder mit Kilian rein. Und irgendwas Spannendes ist jetzt auch bei Magic gekommen, wo Fibu sagte, da sollten wir reingehen. Es war auf jeden Fall nicht Assassin's Creed, weil da wollte Fibu nicht rein. War das vielleicht hier Horizons 3? Ich weiß es nicht, welches jetzt das Mainset ist, aber auf jeden Fall. Magic mache ich mit Fibu bald auch wieder und bei Pokémon kommt ja auch alle Nase lang was Neues. Also wenn ihr irgendwas in die Richtung haben wollt, schaut bei den Card Buddies vorbei. 5% Rabatt mit Code Trilux. Und dann machen wir bald wieder das nächste Special mit Dadu. Jetzt gibt es aber Digimon. Ich glaube, was ich damals an den Karten nicht mochte, war, dass die. Ich fand die einfach nicht schön, weil du gefühlt 20 verschiedene Fonts auf den Karten hattest. Die waren sehr bunt. Also nicht bunt wie bei Dragon Ball, sondern einfach bunt im Sinne von, du hast 80 verschiedene Formen, die alle in einer anderen Farbe eingefärbt sind. Und 10 verschiedene Fonts auf den Karten. Gefühlt. Die fand ich nicht schön. Deswegen schauen wir mal, ob sich das über die Jahre hinweg geändert hat. Wir schauen erstmal rein, was wir hier im Promo-Pack haben. Horomon. Boah, wenn ich heute mehr als 10 Digimon am Namen wiedererkenne, bin ich happy. Digimon ist echt lange her. Und es ist echt lange her, dass ich auch nur einen einzigen Gedanken an Digimon verschwendet habe in den letzten Jahren. Also an die Serie und die Pokémon, oder ich sag schon Pokémon, an die Digimon und die Charakter. Die Lieder sind alle noch in meiner Playliste drin. Die höre ich sogar recht regelmäßig. Lebt ein Traum und so, aber. Ah, doch, da klingelt was. Aquilamon. Bandai macht die seit Mai 2020, also doch gar nicht so neu. Das machen sie auch schon eine Weile.
Lobmon. Gaugamon. Den Namen hätte ich nicht gewusst, aber das Digimon kommt mir gefühlt bekannt vor. Mantaraimon. Doch, die habe ich irgendwann mal aufgehabt. Irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich mal so ein Set, weil die kommen mir bekannt vor. Palsmon. Die heißen die auf Deutsch anders? Wisst ihr das? Ist das Ding in der deutschen Synchro anders als Pulsemon? Weil das Ding habe ich safe schon mal gesehen, aber Palsmon oder Pulsemon sagt mir nichts. Das wird es vielleicht sogar schwerer machen, aber das Ding habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Dragon's Breath? Loro Greimon? Kenne ich gar nicht. Angemon? Doch, Angemon kenne ich. Cerberusmon. Und eine Holo-Peildramon. Ich weiß auch gar nicht, wie die Hits aussehen, ne? Hier bei Digimon. Oder wann man die erkennt. Haben wir einen Experten? Hier steht eine SR, also für Super Rare oder Secret Rare. Ich denke mal, SR ist eher Super Rare. Ob das jetzt krass ist oder so, keine Ahnung. Also vielleicht haben wir da ja mal ein paar Experten, spätestens auf YouTube, die da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen können, was hier was ist. Aber wir schauen uns die heute mal an. Ich musste mir jeden Freitagnachmittag Digimon-Musik anhören, als wir auf dem Weg nach Dortmund ins Auenland waren. Trauma? Warum denn Trauma? Oh scheiße, mein Essen kam jetzt doch schon eine halbe Stunde her. Also ich finde nach wie vor, Digimon hatte auf jeden Fall Top 3 aller Animes. €11 auf Card Market, ja, dann ist das ja eigentlich sogar schon ein Hit. Sethmon. Achillesmon. Teriamon. Slash Angemon. Salamon. Usuke Kisakata. Das ist unser Hit. Das ist nur eine Rare. Wann spielt ihr die IEM Quali Games? Die haben wir schon gespielt. Die sind schon vorbei. Und, wir auch schon raus. Wir haben das erste gewonnen, das zweite verloren gegen Team 3,5k Average Faced Elo. Ja. Mann, ey. Jetzt kam mein Essen eine halbe Stunde eher. Das ist ja Arsch jetzt. Wird das kalt. Rimon. Minomon. Imperialdramon Dragon Mode. Ist aber scheinbar nur eine Rare. Und Climbmon. Werde ich die nicht ganz so fetten Hits, die werde ich dann einfach später sleeven. Wie viele Animes hast du geschaut? Als Kind früher Pokémon ganz viel, Digimon auch, bestimmt die ersten 2-3 Staffeln. One Piece habe ich früher geschaut, aber alles so lange her, dass ich mich da nicht mehr so richtig an den Plot-Twist erinnern kann oder an den Plot. Weil zählt das als das Anime? Ansonsten habe ich noch Detektiv Conan geguckt. Ich glaube, das lief auf Super RTL. Ich glaube, das lief nicht auf RTL 2. Oh, was haben wir hier? Auch eine Rare. Louis Ovada. Das sieht cool aus. Dann hatten wir letztens, da müsst ihr mir wieder helfen, das Mädchen oder der Junge, der sich in ein Mädchen verwandeln konnte. Irgendwas mit Ranma 1,5. Zählt das auch als Anime? Wenn ja, dann habe ich das früher auch geguckt mit Steve. Conan war RTL 2, okay. SR Super Rare, SEC Secret Rare. Okay, wir hoffen auf eine SEC-Karte. Wenn ich das richtig sehe, den kenne ich auch noch hier. Ivemon. Und sonst Steve hat halt immer hier Sailor Moon geschaut. Da war ich aber raus. Auch noch eine Rare. Zählt Beyblade als Anime? Beyblade haben wir früher fett gesuchtet. Also die Serie auch. Und das als Anime zählt, würde ich auch sagen. Beyblade war auch dabei.
Aber an, also an Beyblade kann ich mich an fast nichts erinnern. Wenn du mir jetzt sagen sollst, gib mir wieder, was in Staffel 1 von Beyblade passiert ist. Ich habe so ein paar einzelne Bilder habe ich im Kopf zu Beyblade. Oh, haben wir hier was Dickes? Auch das so eine Rare. Du denkst ja, du hast den Hit des Jahrtausends gezogen, aber es ist so eine Rare. Oh, der ist ja süß. Wurmon. Also sind schon ganz süß, die Karten eigentlich, von den Artworks. Quantitativ, so naja. Schaust du noch Anime? Nee, ich habe leider sehr wenig Zeit, irgendwas zu schauen. Ich habe gestern mit Franzi die Serie auf Netflix Wednesday angefangen. Franzi hatte die schon mal geschaut und wir haben gestern Abend halt so geguckt, was können wir gucken. Haben den Trailer gesehen, habe ich gedacht, ja, sieht ganz okay aus. Oh, Agumon. Den kennt man natürlich. Angemon auch. Das gucken wir heute Abend weiter. Aber ich schaue vielleicht einmal im Monat überhaupt nur eine einzige Folge irgendwas. Oh, auch noch eine Rare. Yulai Inoue und Kari Kamiya. Kommt mir auch bekannt vor, vom Aussehen. Detective Conan ist einer der längsten fortlaufendsten Animes ever, sagt Tom sogar. Ah, da habe ich irgendwie echt so viel vergessen. Bei Dragon Ball habe ich auch so Schnipsel im Kopf immer nur. Wo der da diesen Turm hochklettert zu diesem Opa mit dem Schildkrötenpanzer oder was das war, der ihn dann trainiert hat. Bei Digimon weiß ich, wie die dann irgendwann mal in so einer Stadt waren und da waren dann alle Menschen weg. Die war komplett leer, die Stadt. Und dann waren die mal in so einem Tempel und mussten da rauskommen. Das sind alles so Fetzen. Ich glaube, ich könnte von keinem Anime aus der Kindheit so richtig die komplette Storyline noch wiedergeben. Dark Ramon. Und ein... Oh, was ist das? Das ist super rare. Big Ukumon. Aber der Alltag bei Steve und mir war so, 14 Uhr von der Schule nach Hause, Mama hat Essen gemacht, was fressen und dann habe ich mich erstmal locker von 14 bis 17 Uhr von Fernseher gechillt und habe meine Serien geguckt. Und dann war irgendwann, ja, wobei meistens mussten wir Hausaufgaben danach noch machen. Aber dann habe ich dann meine Serien geguckt, dann irgendwann 17 Uhr kam nichts mehr, dann Nachbarn angerufen, hast du Bock Fußball zu spielen? Und alles, was so bis 17 Uhr davor lief, haben wir immer geschaut. Phoenixmon. Arokenimon und Mamimon. Moin, Manix. Hast du schon den Dialekttest gemacht? Nee, habe ich noch nicht, Tom. Den können wir aber auch mal machen. Heute aber nicht, weil mein Essen kam eine halbe Stunde eher, Tom. Also während ich hier lustig Karten aufmache, wird mein Essen leider kalt. Aber den wollte ich auch nochmal machen. Weil Domme meinte auf der Rapid Line, dass bei ihm rauskam, dass er aus Krefeld kommt, obwohl er aus Aachen kommt. Hacker Judge. Bei mir war es clean die Nachbarstadt. Boah, da bin ich gespannt. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen beeinflusst von... Platt, weil meine Nachbarin, früher die Omi, die hat so richtig Plattdeutsch gesprochen. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber wenn ich das höre, kann ich sagen, ja, das war es jetzt zum Beispiel nicht jetzt gesagt, sondern Getschk. Also statt, was ist das denn jetzt, hat irgendwie gesagt, was ist das denn Getschk? Was ist das denn Getschk? Da bin ich aber gespannt. Also wenn das echt so genau ist, dass er bei mir Duisburg rauskommt, das wäre schon krass. Odie und TK. Und Valkyrimon. Auch nur eine Super Rare. Vor einmal noch Kind nach der Schule einfach nur Digimon gucken. Da dachtest du, du hast einen langen, harten Tag hinter dir. 8 Uhr zur Schule, 13.20 Uhr erst Feierabend, überleg mal.
von 8 Uhr bis 13.20 Uhr. Dann total fertig nach Hause. Mama, ich brauche jetzt Essen, sonst sterbe ich hier. Ich muss erstmal 3 Stunden aufs Sofa. Fast so lange auf dem Sofa gechillt und Serien geguckt, wie ich in der Schule war. Einfach nur da liegen, sonst keine Sorgen, richtig. Und einfach nur Digimon gucken. Phönixmon. Haben wir schon. Und die nochmal in Holo. Also wenn bei mir irgendwas anderes rauskommt als irgendwas im Ruhrpott, dann wäre ich auch tilt. Wenn bei mir plötzlich Ostdeutschland rauskommt, dann ist vorbei. Lennart, du bist ein Ossi. Orgmon mit einem ganz anderen Artwork. Runnermon. Shine of B. Ich finde die Karten schöner, als ich die in Erinnerung hatte, aber so richtig geil, rein optisch, holen die mich auch noch nicht ab. Man ist Secret mehr, Chaosmon. Also ich finde die Artwork schön, aber die ganze Aufmachung der Karten finde ich so, naja. Da passiert so viel hier. Irgendwie hier, die 5 ist ein anderer Font als die 7 gefühlt. Der Text ist winzig klein, dann hier wieder fett, dann da nochmal eine andere Größe. Die wirken sehr durcheinander, finde ich, nicht so gut strukturiert, die Karten. Vielleicht hat die Schweiz ja schon einen Einfluss auf deine Sprache. Boah. Ich glaube, das sind ja so Fragen wie, ich glaube, eins war, wie man eine Brotkante nennt. Ob man das Knifte nennt oder... ich glaube, Kevin sagt in Berlin, sagt man dazu Kanten einfach oder so. Also die Ecke von so einem Brot halt. Ich glaube, da haben wir mal Knifte zugesagt. Bergdramon. Nifte ist ja einfach eine Stulle. Ich meine bei uns, ich glaube bei uns, wenn noch so eine Ecke vom Brot fertig war, haben wir mal gesagt, willst du die Knifte noch haben? Wie ist die Druck- und Kartenqualität? Ich kann dir gleich nochmal die letzte Karte zeigen, aber gerade hatten wir bei der Rare-Karte ein bisschen Whitening. Siehst du hier, glaube ich, auch. Also die Kanten sind nicht ganz so sauber, sind nicht so gut ausgestanzt. Ansonsten Druck von der Vorderseite ist okay. Kartendicke ist sehr dick. Nicht so dick wie One Piece, aber ich würde sagen dicker als bei Pokémon. Aber kommt nicht an die Qualität von One Piece ran. Das auf jeden Fall nicht. Pistmon. Emi Wemon. Phönixmon, die achte. Oh. Das ist irgendwas anderes. Das ist eine Super Rare, die hat auch ein SR, aber die hat einen Stern davor. Was ist das denn dann? Shroudmon. Ich glaube, die Stephen war mal. Die scheint ein bisschen spezieller zu sein. 1 Euro? Ja, geil. Einen einzigen Euro. Wie lange geht denn dieser Dialekttest ungefähr? Weil vielleicht kann ich nebenbei essen und den doch noch machen. Wenn er so 5 Minuten geht, würde ich den schnell machen. Publimon. Den machst du in 10 Minuten. Okay, dann kann ich mir währenddessen meine Pizzabrötchen vielleicht reinfegen. Oder wir machen den morgen einfach auf entspannt. Muss ich mir hier nicht auf Krampf mein Essen reinfegen und das runterschlingen, damit ich da die Sachen beantworten kann. Machen wir morgen. Machen wir morgen direkt als erstes. Kommt drauf an, wie lange man diskutiert. Ja, ich glaube, es macht es halt erst geil, wenn man mit dem Chat rumdiskutiert, wie das richtig heißt. Dann machen wir das morgen in Ruhe. Statt das jetzt auf Krampf hier auf die Schnelle zu machen. Da können wir dann gerne auch nochmal Armin. Vielleicht können wir den ja zu dritt machen. Mit Armin und Kevin oder so. Und uns dann gegenseitig im Voice streiten, wie es richtig heißt. Und dann gucken wir mal, ob bei jedem tatsächlich das rauskommt, wo man aufgewachsen ist. Machen wir ein 1 gegen 1 gegen 1. Medlimon. Armadilomon. Nochmal Pulsemon. Oh, sorry, da war noch einer drunter. Arukenimon. Mandadramon. Orgmon. Wie viele Karten hat das Set überhaupt? Steht ja auch gar nicht drauf, die wievielte von wie vielen das ist. Wir haben jetzt echt schon viele Doppelte. Silvimon.
Fibu muss man dazu. Ey, also Fibus Dialekt, der kommt ja aus dem letzten Dorf vor Österreich eigentlich, Fibu. Der Dialekt von Fibu muss so geisteskrank sein. Er hat im Stream noch nie in seinem Dialekt gesprochen. Also ich glaube wirklich, du könntest Fibu sagen, für 10.000 Euro sprich mal den ganzen Tag in deinem Dialekt. Der schämt sich so dermaßen dafür, der hat es noch nie gemacht. Ich habe Fibu noch nie in seinem Dialekt sprechen hören. Und das muss ultra krank sein, wie die da reden im tiefsten Bayern. Eigentlich müsste Fibu da wirklich auch mitmachen. Fibu unterdrückt, aber aktiv, hab mit ihm auf der Fahrt drüber gesprochen. Ja gut, Fibu spricht ja auch perfektes Hochdeutsch, aber wir haben Fibu so oft gesagt, der soll mal so aus Scheiß einfach mal in seinem Bayern-Dialekt mit uns sprechen. Der weigert sich vehement. Also das muss so schlimm sein. Ich hatte noch nie ein einziges Wort auf Bayerisch reden hören. Felix haben wir mal erwischt. Da kam bei Felix um 3 Uhr nachts die Mutter rein und hat dem Hustensaft gebracht. Und der hat vergessen, sich zu muten. Da haben wir mal so 2-3 Sätze auf richtig Ostdeutsch mitbekommen. Da haben wir uns auch kaputt gelacht. Aber Fibu weigert sich. Davis, Motomiya und Ken Ichiyoji. Und The Sparkle of Hate. Ich verstehe nicht, ich spreche auch nicht gerne Bayerisch. Ich finde es halt immer so witzig oder so cool, zu gucken, ob man da irgendwas von versteht. Weil jetzt, wo ich so lange in der Schweiz bin, ich habe keine Probleme mehr damit, Schweizerdeutsch zu verstehen. Und wenn ich dann so Sachen mir anhöre, wo ich überhaupt keine Probleme mehr habe, das zu verstehen, und Armin sagt, Alter, ich verstehe nicht ein Wort, wird das immer so spannend, wer da wie viel raushören kann. Mich hätte es einfach mal interessiert, ob, wenn Fibu richtig bayerisch mit mir spricht, ob ich überhaupt eine Konversation mit ihm führen konnte. Paraumon. Und ein Ukumon nochmal. Wie sieht cool aus? Aber da müssen wir mich morgen mal dran erinnern, wenn ich da selber nicht drauf komme. Also das will ich morgen auf jeden Fall mal machen. Kann ich auch eigentlich auf den Zweitkanal hochladen, dann geht die Streiterei da weiter, wie was heißt. Also auf jeden Fall hört es dann ja auf, wenn es hier um Berliner geht. Was sind Berliner, was sind Pfannkuchen? Da geht es ja sofort krachen. Wenn der Berliner mir erzählen will, dass ein Pfannkuchen ein rundes Ding ist, was nicht in der Pfanne gemacht wurde, bodenlose Frechheit. Aber ich wäre mehr als überrascht, wenn da nicht bei mir... Also bei mir kommt sicher Duisburg, Düsseldorf, Essen oder Krefeld raus. Irgendwas in der Ecke. Ja, wobei es kommt auch so an, wie man von seinen Eltern beeinflusst wurde, ne? Meine Mom kommt aus Herne, also auch NRW. Und mein Dad aus der Nähe von Xanten. Und so ein paar Begriffe... die ich so im Kopf habe, die kommen halt definitiv eher aus der Ecke. Also weil meine Oma das immer gesagt hat und mein Dad das übernommen hat. Na, mal gucken, ob da Duisburg überhaupt rauskommt bei mir. Vielleicht lande ich ja doch woanders. Bei mir sagt der Test gerade, dass ich zu 69,9% aus Fehmarn komme. Stimmt zwar nicht, aber wenn man sich auf Norddeutsch einigt, hat der Test recht. Der Fehmarn ist aber auch schon echt spezifisch. Haben wir gar keine Secret Rare garantiert im Pack? Oder war die SR mit Sternchen gerade mein Hit? Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Hitrate hier ist bei Digimon. Invincible Dragon Insect Fusion. Oh. Hier ist auch eine SR mit einem Sternchen. Was heißt dieses Sternchen denn? Hier ist vor dem SR auch ein Stern. Sternchen SR ist Alternative Art und die Hits normalerweise. Ah. Dann haben wir zwei davon. Die beiden hier. Letzte Pack. Der SC10 ist Secret Rare, hatten wir nicht. 22 Euro? Ja, let's go.
eine 11 Euro und eine 22 Euro Karte, meine ich. Und dazwischen wahrscheinlich auch ein paar 2, 3 Euro Karten. So, haben wir Last Pack Magic. Auf jeden Fall glitzert hinten was fett, das konnte ich schon sehen. Okay, dahinter ist vielleicht halt... Dankeschön, Apple, für die 97 Monate. Und nein, The Demon Wolf of the Castle of Nine Wolves ist die letzte Karte. IOP muss jetzt auch mal eine Manga-Art reinschallern. Ist in IB01 oder OP06, dann können da Manga-Arts drin sein, Tom? So, das sind die beiden Hits. Shroudmon und Tyrant Kabuterimon. Immer in jeder Box. Also langsam kann da echt mal was passieren. Also One Piece habe ich jetzt echt bald so viel aufgemacht wie Lorcana, würde ich sogar sagen. Das Beste, was ich da gezogen habe, waren immer die normalen 20-Euro-Pulls. Okay. Dann haben wir zur Abwechslung mal Digimon aufgemacht. So sieht das aus. Ob wir da jetzt weiter reingehen werden, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht so wie bei Lorcana, dass sie mich jetzt irgendwie direkt gecatcht hätten, die Karten. Aber ich wollte einfach mal auch mal wieder was anderes aufmachen, um zu gucken, wie die Karten aussehen. Dann können wir sagen, wir haben mal Digimon aufgemacht. Star Wars würde ich gerne mal aufmachen. Star Wars war ich auch sehr überrascht, wie viele das geguckt haben. Aber Star Wars fand ich selbst auch cool. Habe ich mit Franz ja auch jetzt wieder angefangen zu gucken. Vor 2 Monaten oder so. Wenn da nochmal ein neues Star Wars Set rauskommt, da würde ich auch gerne mal reingehen. Manga Pull Rate ist auch crazy selten. Eine aus 60 Displays. Überleg mal, 60 dieser Dinger musst du aufmachen, um eine Manga-Karte zu bekommen. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal... One Piece steht noch auf dem Programm mit Tom. Disney Lorcana habe ich auch noch 2 Displays von da. Pokémon habe ich auch noch. Hier Masquerade, Twilight oder Twilight Masquerade. Also haben für den Juni noch ein bisschen was wir aufmachen können. Dann würde ich mich aber für heute verabschieden. Ich fege mir jetzt mein Essen rein. In einer Stunde bin ich mit Franzi verabredet zum Wednesday weitergucken. Glaube ich, eine ganz coole Serie auf Netflix, die wir angefangen haben. Und dann danke ich euch fürs Zusehen heute. Macht euch noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an die Leute auf YouTube. Und morgen bin ich dann auch wieder live. Ich raide euch zu Franzi. Da wird noch League of Legends gespielt. Und damit noch einen schönen Abend. Bis morgen. Later.